Mein Name heute Abend ist Raul Master J. Menendez. Ihr dürft mich Master J. nennen. Ich bin mal gespannt, ob ich die ganze Sache den ganzen Nacht hier durchziehen kann. Okay, es wird lichter, bedeutet ich sag halt. Guten Tag. Ja, sag mal, ihr habt euch aber Zeit gelassen, ne? Also so ist das eigentlich nicht üblich in unserer Branche hier. Gute Dinge brauchen ewig. Gute Dinge brauchen Zeit, alles klar. Ja, warum haben eure Freunde da oben uns eigentlich nicht mal Hallo gesagt? Die waren ja schon ganz schön lange oben, ne? Na, die wollen lieber die gute Aussicht genießen. Ah. Ich bin nur eure Kontaktperson und unser El Bosso möchte keine Waffen auf unserer Hände haben. Also wenn wir den Deal abziehen, dann nicht nackig, aber auch wenn du da einen schönen lichten Teil hast, ey. Aber ja, ist halt so. Und wo ist euer Gelände? Da hier. Da drinnen? Das ist nur unser Übergabeort. Da wohnen wir nicht drin. Das ist mir schon klar, aber warum soll ich da ohne Waffen reingehen, hä? Sind deine Leute ohne Waffen? Weil das in unserer Branche üblich ist und das stärkt das Vertrauen. Als wenn wir da alle voll bewaffnet sind. Es geht doch nicht gerade um die. Alles klar, Augenblick. Ihr bleibt hier, ich gehe da rein, guck mir die Drogen an und dann holen wir jetzt den. Ja, okay, verstanden. Die Drogen haben wir noch nicht hier. Wie? Ja, wo sind die Drogen? Willst du mich verarschen? Erst Geld, dann Ware. Ich will mir erst die Drogen angucken, dann siehst du dein Geld. Dann haben wir aber ein Problem. Denn ich habe die Order, genau das andersrum zu machen. Hat er noch nie Hollywood-Filme geguckt, hä? Ich muss erst mit meinem kleinen Finger in das Koks reintippen, dann teste ich das. Und dann kannst du dir das Geld angucken. Das ist doch immer so. Von wegen deine Branche. Das ist neu, oder was? Hey, Kollege, bleib doch mal ruhig. Wir kriegen das schon hin. Nikita, gehst du mal zu El Steppe und zu unserem Chef und fragst mal, ob nur einer reinkommen kann und sich das mal kurz angucken kann, damit wir irgendwelche Nenner kommen. Ja, das ist unsere Kontaktperson, die halt unser Zeug kaufen möchte. Guten Tag, Bondock. Guten Tag, mein Name ist Raul Master J. Menendez. Ihr dürft mich Master J. nennen. Alles klar, Herr Master J. Sie sind Amerikaner, oder was? Ja, amerikanischer Ursprung. Hm. Okay, wo sind die Drogen? Die Drogen sind noch woanders. Sobald wir sicher gehen können, dass der Deal stattfindet, bringen wir die her. Bendejo, willst du mich rollen oder was? Ich muss erst mal gucken, wie die Drogen sind. Sind die gut oder schlecht? Ich komme, ihr bekommt keinen einzigen Cent. Unser Jeep geklaut. Ich habe Ihnen das schon erklärt, dass wir uns in der Woche kreuzen gerade. Dass halt wir wollen erst das Geld, er will natürlich erst die Drogen. Das ist irgendwie das unser Jeep, den Boxer den oder was? Deswegen halten wir das eher her. Den Jeep von Blau, der hinten rumstand. Der Herr, lass ihn testen. Er hat den Boxer. Ja. Und dann hoffentlich kriegen wir das. Dave, absitzen, Nahsicherung überprüft, was das Ganze soll. Aber nicht vom Fahrzeug entfernen. Gib mal den Vorschlag durch, den ich gemacht habe. So, wer möchte hier eine Kostprobe? Notfalls erbeuten wir uns ein Fahrzeug. Ich habe gesagt, offensiv vorgehen. Kostprobe. Ende. Deal geht jetzt. Gut, wer hat die? Ja, hier, genau, pack die mal hier, die Füße einfach auf den Boden. Pack die einfach auf den Boden. Ist ja auch in der Banane. Wir wissen,
so, hier. Sein bei den Schäden jetzt, weil quasi besteht das ganze Fruchtfleisch schon noch aus Frucht. Ah. Oh, wieder ay, caramba! Na gut. Weiß zwar nicht, wie ihr die Scheiße da reinbekommen habt. Aber ich glaube, der Deal läuft. Augenblick. Ja, das ist doch gut. Der Deal läuft. Okay, Dave Clark, kannst jetzt nachziehen. Ja, verstanden, Hilfe. Er stellt das Auto quer, dass du so eine halbe Fluchtrichtung hast. Ja, dann machen wir ein bisschen Geld verteilen oder wie ist das? Ja, wir machen das schon. Wir kriegen das schon die Hände. Ja, wir kriegen das schon. Hey, Raoul. Na? Würdest du das dann jetzt machen, wie wir die Übergabe machen? Da läuft einer von denen, läuft noch am besten weg. Hin. Keine Ahnung, wo der herkommt. Ja, ich würde sagen, Geld zeigen und dann fahren wir mit dem Truck vor. Wir legen beide die Sachen. Oder der Geld auf dem Boden Mickey und nur jeweils einer von unseren Fraktionen geht hin und holt sich das oder was der weiß etwas? Ja, genau, so machen wir das. Ich stelle mein Geld hier hin und du deine Drogen. Ich die Drogen dort. Dein Sieg. Ja. Okay, ja, dann machen wir das so. Geld hoch gegen einen. Kann ja meine Waffe holen. Also der Deal läuft. Nimmt er deine Kanone wieder? Ja. Da hinten ist einer in Westen. Einer von denen ist nach Westen gelaufen. Ja, ja. Okay, Lageinfo für alle, die haben irgendwas durchgefunden, mit der die läuft. Ich weiß nicht, ob es jetzt wieder die Gendarmerie ist oder die eigenen. Einfach weiterhin überwachen. Jay, zu deiner Information von eurer Position aus Richtung Süd-Südwest läuft einer vom anderen Kartell den Berg hoch. Ein einziger. Ja, positiv, ja, erholt die anderen. Nur jeweils einer von unseren jeweils Fraktionen halt dahin geht und dann halt den Tausch verführt. Das wäre einmal ich mache aus meiner Fraktion und dann. Jedenfalls hinter der Halle steht so ein orange-blauer LKW. Ich hätte fast gedacht, dass die Drogen da sind drin. So, könnten wir dann einmal einen Blick auf das Geld werfen? Ja, ja, dürft ihr. Dave, lade die Kiste ab. Drogen dann anseiten gegen wie viel Geld? Das wir kriegen. Eine Menge. Eine Menge. Hört sich gut an. 30.000. Aber ich meinte den Herr Master Jay. So, was? Ja, guck. So, ob ich einen kurzen Blick auf das Geld werfen könnte? Ja, Augenblick. Es wird gerade abgeladen. Alles klar. Das Geld wird abgeladen. Prima. Und zwei bewegt euch mal ein bisschen Abstand, damit das nicht sehr. Zwei bewegt euch mal ein bisschen nach Norden, ich kann euch nicht mehr aufeinander halten. Stellt euch mal separiert etwas weiter weg. Ja, klar. Nikita, du auch ein bisschen. Weil ich kann euch nicht mehr von den anderen unterscheiden. Das ist das Geld? Ja, ist schön. Extra wegen Wetter besser verpackt. Okay. Ich glaub, noch zwei, habt ihr mich verstanden? Okay. Noch ein Paket. Oh, zwei. Wenn du blau meinst, gut. Dann... Ja, Jungs, die könnt dann auch wieder weiter wegfahren. Nein, ich meine Ruhe. Rot 2, den Typen vom LKW. Ja, Ruhe, ich manage das. So, genau. Alles da. Wenn die was von mir das wollen, das Geld, also melden, dass ich taub bin. Oh, stumm. Stumm. Ich hab auch, ich hab Bescheid rausgeholt. So, jetzt mal ehrlich. Ja. So, unser LKW wird jetzt noch. Alles klar. Bringst du denn die Kiste hierher? Ich bleib schon lange hier bei. Na, über Problem. Ja, nicht von mir. Ja, 30.000. Erschrecken, ich schmeiß hier mal ein bisschen Licht hin, damit man das auch nachher wiederfindet. Ich sehe gar nicht, ist hier eine Kiste? Ne, hier, guck mal, hier sind zwei kleine Paketchen mit dem. Ich bin mir nicht sicher, aber. Weißt du, stehst genau drauf. Der 230 Granat auf dem Kopf. Ah, okay.
blaues Licht, so Achtung. Ah, verstanden, aber... Oh, ich guck etwas weit. Euch mal. Na gut. Habe ich mir mehr von erhofft. Hinweis, ja. Wenn ihr dann nochmal hingeht, ich muss irgendwie euch unterscheiden können. Jetzt lasst doch unsere Kunden nicht warten, das macht man nicht. Jetzt alles ausgeladen an Geld? Ja, Hefe. Wo haben die denn den unser LKW ganz hingefahren? Wie gesagt, die wusste das ja selber nicht, wo wir den gefahren haben. Hätten wir dann pitchen können. Okay. Ja, scheinbar ist das gerade eben, bei denen das Funkgerät der Akku leer gegangen ist. Die haben jetzt gerade geantwortet. Die kommen jetzt her. Ah, das kann man nicht machen bei so einem Deal. Ja, Entschuldigung, Herr Master John. Master J. Ja. Und wo bleibt der Drogentruck? Ich bin hier nur der Zwischenhändler und der auch schon Kontaktperson. Für die Lieferanten kann ich nichts. Ist mir selbstverständlich, tut mir leid. Das gehört sich nicht. Habt ihr mich noch gehört? Sichert ihr mal von Südwesten, also Rot 2 ist gemeint, Südwesten, Westen, Nordwesten. Nein. Kommt der LKW. Ziemlich schnell. Fahren die jetzt schon wieder hin, nicht so dicht. Halt. Nee, nicht so weit, bleib hier, nicht so weit weg. Dann über die Anhöhe schauen. So, guck hier nochmal kurz rein. Da ist der Rest drinne von unserem Wollen Sie sich machen? Da sollten noch 29 Bananen in dieser Kiste sein. Oder? C29. Ja. Ja, die 30 haben sie ja. Waren es nicht 60 Bananen? Nein, sie haben 30 bestellt. Das war, ist alles korrekt. Na gut. Ich bleib jetzt hier. Dave, lad die Kiste auf! Alles klar, wir haben das Geld. LKW kommt wieder von denen. Wieder weg sind. Okay, ich wollte hier nur, nicht, dass hier was passiert. Dann fort mit den Bananen. Wieso kommt der LKW nochmal? Das sind eben doch 60 Bananen. Nein, Das Geld. Du bist ja das Geld. Was soll die denn trotzdem? Ich hab das komplett mit dem bei mir. Nee, ach, hast du? Ich hab das schon. Ach, wir haben das Geld. Ja, wenn wir das Geld schon haben, dann können dann Bananen und dann können wir wegfahren. Ne? Bei diesem gelungenen Deal was trinken. Ich hab dir mal. Alter, Raxus, muss nicht jeden. Nicht jeden fragen, ob er Bier trinkt. Macht man so. Das macht man so. So, hier, schönes Kessritzer Bier. Aus Deutschland, da wo der. Aus Deutschland, Ja, Reinheitsgebot, ne? Das ist auch das beste Bier. So, lass nochmal anstoßen. Ja, erfolgreicher Deal. Anstoßen jetzt. Und dann hoffe ich, dass. O2 schon mal losfahren. Dass auch deine Kunden damit zufrieden sind. Und wir können vielleicht auch die Kunden auf Was soll das? Okay, nicht das Kartell! Nicht das Kartell! Richtung 290 ungefähr! Sind das deine Wichser, hä? Willst du mich verarschen? Der Truck sofort weg! Rotfeuerkampf aufnehmen!
Ja, das ist schick. O2, seid ihr weg? Sind weg, die haben sich gezogen, die haben kein Geld gekriegt. Wo war unser Name? Ich hab Kamera. Ausgezeichnet wird, erstmal vom Feind lösen, Rot ebenfalls, weg mit euch. Linie! Nein, alles gut, ja. Negativ, alles gut, ich komme in den anderen. Omega's gerade erwischt, warte! Schweig ein! René, schweig ein! Wen drehen? Wieso geht denn das jetzt nicht? Komm schon, Jay, steig ein! Es! Jetzt! Okay, weg! Blau nochmal Deckungsfeuer, Vollgas! Okay, MP! Habt ihr Rauch? Jay, ich sag, wenn ihr draußen seid. Rot ist jetzt an der Straße. Weiter zu den Booten, wir müssen zu Fuß gehen. Negativ, ihr nehmt noch den Feuerkampf auf. Lasst euch nicht treffen, Rot muss sich erst lösen. Ich hab keine Verwundung. Richtung geht langsam zu Neige, wir hatten nicht viel. Augenblick. Wo sind die anderen, Dave und Dingens? Nein, alles gut. Ich steck dich gleich. Wo seid ihr? So verstanden, Rot Sicherung abbrechen, Blau weiter in Overwatch. Rot und 1 und ich werden jetzt die Straße entlang noch laufen und dann werden wir direkt den Hügel hochgehen. Trennung, Rheinländer, ich brauch gleich deine Händchen. Ende. Okay, und jetzt hier gleich hoch. Verfickte Butterscheiße, Rheinländer! Guck dir mal meinen Kopf an. Der Rest Nahsicherung aufbauen. Okay, Rot, dann jetzt zu Fuß mit Dave Clark absprechen und dann schon mal zu denen. Wir haben jetzt keine Fahrzeuge mehr, richtig? Habt ihr eure Fahrzeuge auch verloren? Was ist mit dem Geld? Das Geld haben wir noch. Alles. Und die Drogen? Ne, die Drogen haben wir nicht. Doch, die Drogen haben... Doch, Dave hat sie auch. Hat aufgeladen. Leg dich mal hin. Wo ist Dave? Reden jetzt das Hafengelände. Eigene kommen aus dem Norden. Ich hole eigene aus dem Norden. Ah, verstanden. Okay, Blau sichert, Rot arbeitet, bedeutet jetzt überprüfen, ob Sprit in den Fahrzeugen ist. Das hätte man vielleicht vorher noch machen müssen. Dann sofort LKW ranfahren, umladen und dann auf geht's. F ist schon alles umgeladen. Die beiden Boote auf der linken Seite, jeweils eine Kiste mit Kokain und eine mit Geld in einem Boot. Ausgezeichnet, dann Blau auf das hintere Boot, ich mit Rot aufs vordere Fahrzeug. Rot. Okay, ja. Die linke sind beladen, die rechte nicht. Wir nehmen das hier. Jawohl, warte, Jay, bist du da? Ja, ich bin da, ich brauch dann gleich nochmal Rheinländer. Dann kannst du uns eine Gradzahl anbieten, wir haben aber keine Karte hier. Ja, positiv, genau Südost. Das wären also 125 Grad. Ja, die hängen wir erstmal ab. Erstmal nach Georgetown. Ich brauche dann Rheinländer. Falls ich da liege, dann bin ich ohnmächtig geworden.
Warte, Typ. Da kann ich nicht mehr hören, aber ich sehe euch. Ihr seid die beiden Hintersten. Oder die gleich hinter mir sind. Links hinter mir. Ich hab schon sicher von Georgetown. Wohin sonst können wir uns treffen? Am nördlichen oder südlichen Ende von Georgetown? Oder sonst? Wir machen das nördliche Ende. Ja, Kokain auf den Mann. Koks und Nutten, Junge! Bäh!